So passt es, super. Und der Roland hat uns ein NSU Quickly. Die berühmte NSU Quickly. Und wenn ich mich recht entsinne, auch in den Fahrzeugen, der Track Quickly kann uns fahren. Richtig? Also, wir
Man könnte fast meinen, der Ottelfisch ist gerade eben erst abgestiegen und du hast zugenommen. Dankeschön, Ronald, für die schöne Quickie. Guten Morgen, ein Heinkel-Tourist und wo kommt der her? Aus Ostheim. Wir kennen uns, ne? Aber ich muss sagen, er kommt aus Ostheim, der Schöne Regelwinde, danke, dass du da bist. Die sind ja auch dementsprechend gekleidet, wunderschön gemacht. Seit wann hast du das kleine Fahrzeug? Seit 2020, dann haben wir es komplett restauriert und jetzt ist es quasi wie verbringbar. Wunderschön, also du siehst wirklich, ich stehe direkt davor, ganz, ganz klar gemacht. Dankeschön für die schöne Honda Supersport. Danke dir. So, und jetzt kommen wir zu den richtigen Dingen des Lebens. Er fährt vorbei mit dem Kälte. Rückwärtsgang rein. Guten Morgen, ihr seht, ich brauche einen langen Bart, dass ich da hochkomme. Was hast du hier außergewöhnlich gesehen gemacht? Ja, ich hätte mir mal vor, dass ich bekomme, und immer mal so hier von Hamburg. Und ich habe hier eine Kälte zu modellieren mit einem Anfang von 156. Das ist eine Kälte, die hat einen 6-Zylinder-Motor mit 10,4 Liter Hubraum. Und ist gebaut worden für die Deutsche Post, war ein Fernsehdienst, TTD. Und ja, in langer Art wieder aufgebaut und jetzt ist es wieder einmal mit unterwegs. Okay, wunderschön gemacht. Ich glaube, ihr seid oben links im Hof. Da kann man also das Fahrzeug dann in die Hand für das Wunder. Dankeschön und danke auch für die lange Anreise, was ihr jetzt habt. So, und ich gehe mal zur Firma Opel. Die wollen mich aussteigen, die haben ein kleines Gitter von dran. Grüß dich. Guten Morgen, dann machen wir die Tür auf. Hi, wo kommt ihr her? Wir kommen aus der Nähe. Laufersbruck, hier Nürnberg, Großraum, wo wir sie mit dem Speckwerk aufgenommen. Wunderschöne Gegend, aber Kohle oder Bahn, aber die Kühe ist auch gewesen, ganz klasse. Lackungsproben, wir konnten jetzt hochgebracht. Gibt es was Außergewöhnliches zu berichten zu dem schönen Fahrzeug? Das ist eine Wartezeit, das sehr gefahren soll. Okay, das heißt, wie genau? Das heißt, er hat sich Kupplung an der Scheibe drin. Jawohl. Dann. Wenn ich heute jede Frage im Fahrzeug kommt, wenn es besichtigt werden kann, danke schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. So, und jetzt schauen wir uns an die Teile zum nächsten Fahrzeug. Und da sind wir auch dran, der Rekord P1 gerade. Guten Morgen! Was könnt ihr jetzt berichten zu meinem schönen Auto? Das ist VW 1459, ein Unterrekord von E1, durch die Panorama-Scheibe als E1 bezeichnet, 1700 Kubik, 51 PS. Und man sieht, Panorama schon ein schönes Familienauto, reichlich Platz, dazu durchgehende Sitzbankräume, obwohl es zwei Sitze sind, und von hinten sind die jungen Damen aufgeschwenkt und enthalten bleiben. Sehr schön, ich wünsche euch viel Spaß bei der Fahrtbewertung. Dankeschön. So, und da kommt der Aufmerksamkeit, und zwar im Fahrzeug
da geht etwas da vorne drin, also man kann nicht eine hunderte Schnäuzel hören. Es kommt über das Mikro und ist darüber, aber da ist der Gegenteil. Okay, danke auch für den schönen Fahrzeug. So, dann gehen wir in die Starten. Gott, Muster, guten Morgen, grüß dich. Was? Das ist ein 68er Ford Mustang. Linda, das sagt auch 18 Meter Adam, V8 und 2 Meter. Und wenn der Junge abgehört, sieht aus. Okay, dann können wir doch dabei das nächste Fahrzeug noch vorstellen. Es geht nach Hamburg. Und wir haben einen wunderschönen Volvo 164 hier. Guten Morgen. Ja. Was gibt es für dein Fahrzeug? Außergewöhnlich, ihr schönes Zeug. Außergewöhnlich. Der kommt zwar ursprünglich aus Schweden, aber geholt habe ich aus Holland. Das heißt, er hat relativ wenig gesagt, einen Straßen Salz gesehen. Das hat die Karosserie in guten Zustand gehalten. Und wenn die passt, dann passt dann eben auch eigentlich alles, weil wenn am Motor oder an der Karosserie. Am Betrieb was ist, ist meistens nicht schlimm. Okay, ja. Also man sagt ja, da ist noch Dreck verarbeitet, da kannst du auch mal gegenrennen, dass er guten Schaden hat, dass der Volvo einmal. Richtig. Okay. Danke dir. So, wir ziehen ein bisschen vor die Fahrzeuge, dass wir den Stau gleich aufhören. Und haben wir einen. So, wie wir das lieben. Ja. Guten Morgen, wo kommt ihr her? Aus dem wunderschönen Nördlingen. Und euer Bus, seid mal abgelehnt. Ah, der Tipp, du musst die Autos weiter von unten filmen, das sieht besser aus. Okay. Lieber, immer lieber die Karte, kommt besser drauf. Gib mir mal eine Karte. 25 Jahre in einem Besitz. Okay, danke. Macht ihr Ausfahrt mit dem Passagierbild und das seid ihr meistens allein unterwegs. Das heißt, der Wohnmobil und dann haben wir wieder zurückgebaut als Bus. Und wir haben frühe Ausfahrten gemacht, aber jetzt machen wir auch noch private Ausfahrten. Gute Freunde, sind wir jetzt in Hamburg. Schönes Fahrzeug, ich kann da rein, bin auch wirklich innen tipptopp. Macht Spaß mit zu fahren. Wo kommt ihr her? Aus dem Saarland. Vom Hens. Vom Hens, okay. Am 12. vergessen. Nicht abends nach 12 und nicht in der Munich vor 12. Gut, dann wünsche ich euch viel Vergnügen bei der Fladung und plötzlich und danke insbesondere für die lange Anreise. Dankeschön. So. Jetzt wird's rappig. Redcar! Sensationell, er rostet, aber er fährt. Und aber die beiden Herrschaften, die sind nicht gerostet, ganz im Gegenteil, die sind hervorragend gehalten, auch schön siegrecht gekleidet wieder. Wo kommt ihr her, was habt ihr schön mitgebracht? Also ich komme aus Nordhorn, aus der holländischen Grenze. Und ich habe den Käfer mitgebracht, der ist von 58. So. Gut. Längere Anreise, ich habe seit auf eigene Achse gefahren bin oder auf eigene Achse, also das stelle ich mir dann auch fürs Kreuz nicht so ganz bequem vor, aber ich habe es getan. Okay, danke, dass ihr da seid, viel Vergnügen. So, jetzt
gehen wir Richtung Stuttgart. Guten Morgen, mein lieber Scholli. Also hier solltet ihr mal reinschauen. Hier ist wirklich, ich meine, die Damenwelt. Ne? Also die beiden Herren haben sich perfekt zurückgehalten mit der Kostümierung. Aber die Damen hinten drin, ich sage es euch, eine Augenweide. Da muss man schon mal Dankeschön sagen dafür. Und was habt ihr uns für einen wunderschönen Steiger mitgebracht? Also das ist der 450 SEL, 6,9 Liter, damals der größte Mercedes, der gebaut wurde. Also ich kann gerade reinschauen und wenn ihr das Auto unterwegs in der Ausstellung seht, schaut euch das mal an. Also wirklich ganz, ganz mal sehr schön erhalten. Also, aber natürlich ja, wegen, also da sage ich ja Respekt, Chapeau, wunderschön. Dankeschön, das ist so zum Schock und das war der richtige. Vielen Dank. Geht's nach Amerika? Einen Corvette. Und was für einen? Erzähl uns mal. Also es ist Corvette C1, Baujahr 62, 52 PS und einen schönen Klang. Ich wollte es gerade sagen, ich wollte es erwähnen, der Klang ist wirklich einmalig. Ich gehe mal kurz nach hinten. Herrschaften, da geht was zu hören. Wunderschönes Fahrzeug, Dankeschön, Herr Müller. Ja, und ihm. Da sagt er natürlich, das fand ich schon lange, den schönen Plan habe ich auch. Guten Morgen, was habt ihr uns mitgebracht? Also, wir haben einen Marmon 78, Baujahr 28, 90 PS, 130 Spitze, 8 Zylinder, Reihe. 8 Zylinder Reihe, also könnt ihr euch vorstellen, da vorne drin fladern so 5 Liter Eimer rauf und runter. Und das hat man auch hingegangen, gehört, dass ihr mal Gas geben lasst. Da bewegt sich was, da ist schön Drehmoment da. Dankeschön, dass ihr da seid. So. Komm ein bisschen mit nach Italien, hieß das Ding. So, da haben wir einen schönen Fiat 1500 Cabriolet. Grüß euch, wo kommt ihr? Wir kommen aus Oberhausen. Aus Oberhausen, im Ruhrpott. Und da hat es so wunderschöne Fahrzeuge gegeben. Ja, den habt ihr da hinwechseln. Woher? Der kommt ursprünglich aus Stadtbronn. Okay, also ein Rehpott. Dann habt ihr quasi auf Deutschland wieder zugelassen und auch restauriert, weil es ist dann gekommen. Sehr schönes Fahrzeug, danke schön für euch. So, wir gehen weiter mit dem Zuchthaus. Wunderschön. Und ihr seid auf einen ganzen Tag? Ja, natürlich. Nur und ausschließlich. Bei dem Wetter denkt dann auch, der Tag und Nacht nichts Schöneres. Das macht richtig Spaß. Dankeschön an euch. Und weil es so schön ist, gleich den nächsten hinterher. Baujahr 1974 kann ich ablesen am Schild. Wo habt ihr euer Fahrzeug her? Ich komme aus Kalifornien und ich habe den hier drin. Nachbar. Vorhanden, der Rest muss ich anders als nicht. Okay, wunderschön. Dankeschön für das schöne Fahrzeug. So, Genfer Aaron, die Grenzgruppen, wenn ich jetzt müssen der Oberleutnant, richtig? Oberst Meier, ja, euer Wille. Jetzt habe ich wieder reingegriffen in die Kiste. Wo habt ihr diesen schönen Trabant her? Dann habe ich in Bad Neustadt aus der Scheune rausgezogen. Okay. Also er ist nach der Wende irgendwie zu uns rüber gekommen und du hast ihn her rausgerettet. Ja, der Scheune. Der ist schon 30 Jahre in der Scheune von 1990 bis 2020. Ich habe die Reife aufgebogen und bin zum Glück. So muss es sein. Der Trabi wegen kaputtfahren, man sieht's. Dankeschön auch an dich und viel Spaß im Planer. So, wir hüpfen wieder über den großen Teich nach Amerika.
Ja, okay, er will weiter, er wird zu fahren, dann lasst es euch mal. So, dann bleibt eine ganze Weile in den Start. Guten Morgen, was habt ihr schön gemacht? Und hier bin ich in der Nähe von 1955. 55 Bälle. Also das Fahrzeug, was damals sehr viel und sehr oft gebaut wurde, sehr als Fahrzeug gebaut wurde. Dankeschön, aber mit dem Weißbau oder so werden wir deshalb viele für die Männer deutscher Bälle. Wir bleiben im Schaden mit dem Cadillac Morgan. Grüß euch. Was hast du zu erzählen zu deinem Fahrzeug? Ich habe einen Cadillac Serie 62, Vierführer Sedan, Baujahr 47. Wunderschön auf die Lady, entsprechend gestylt, mit Frisur, allem drum dran, Blumenhaar, wunderschön. Viel Spaß an euch beim Flavian Classics. So. Ein Ford Matt. Was gibt's zu diesem schönen Fahrzeug zu erzählen? Original 12 Foot at 9. Also, genau. Was wir heute wenig benutzt, wo hast du den her, dass er so in diesem Zustand geblieben ist? Aus Mexiko. Aus Mexiko? Also, irgendwann ist der Schaden hingekommen und du hast ihn aus Mexiko hierher importiert. Wunderschön. Dankeschön für das Fahrzeug. So, dann macht man den Sprung zurück über den großen Teich. Es geht in nach Schweden, es geht zur Firma Volvo. Guten Morgen, wo seid ihr angereist? Bitte? Woher seid ihr angereist? Aus Gelnhausen. Aus Gelnhausen in Richtung Frankfurt. Wunderschöne Wagen mitgebracht. Wie lange hast du denn schon? 12 Jahre. Seit 12 Jahren. Okay, setz doch mal was dann gemacht oder Restauration verbaut irgendwas? Das ist vor 14 Jahren neu gemacht worden. Vor 14 Jahren alle einmal komplett restauriert und so steht jetzt da. Dankeschön auch an euch. So, ein Pontiac Grand Prix und wiederum, ihr müsst reinkommen. Also klasse, wie ihr euch alle hier in den entsprechenden Kleidern mal zeigt. Ich bin ganz fasziniert. Dankeschön an alle unsere Teilnehmer, egal an wen, der da wirklich sich so Mühe gibt, um die Zeit darzustellen. Was habt ihr mitgebracht? Das ist ein 73er Pontiac Grand Prix, ist ein Cabrio. Und ja, damals haben die Amerikaner noch richtig große Autos gebaut. Das war noch vor der Ölkrise. Und ja. Wie am ersten Tag. Also der Fährzuber und der Draufzuber, wahrscheinlich geht es noch voll mit Gartenschlauch rein, aber den Spaß ist es wert. Dankeschön. So. Hallo und guten Morgen, was haben wir hier schön? Es ist wieder ein Porsche 911. Ich knie mich mal ein bisschen runter, weil der so klein und so tief, da ist was gemacht worden. Auch wenn ich so reinschaue, erzähl uns was dazu. Der ist in den 80er Jahren total umgebeutet worden. Da ist also nichts mehr original. Das war auch die Zeit, wo keine das gleiche Auto haben, sondern wie der Nachbar. Dann auch an euch, danke für die Fußballentladung. Ja. Was soll man dazu sagen? Wir können auch Pinsel an uns eine Baumaschine mitgebracht. Wo habt ihr die mit an uns geraubt? Ich gehe mal von zum Kollegen, der weiß mehr drüber. Ja, das ist ein Samsung Dumper aus den 70er Jahren. Hat man auf Baustellen eingesetzt für Materialaufwand etc. pp. Damals ist dann gebraucht worden. Heute fährst du das Material mit, die Werkzeugkiste mit dabei. Also wenn ihr was behauen wollt, was reparieren wollt, da ist der Mann für euch. Dankeschön. So, Gott Lustheim. Schönen guten Morgen, hallo. Woher seid ihr angereist?
aus dem Raum Wetzlar. Wetzlar, da waren wir auch schon viel. Das ist im berühmten Wettenberg, die Golden Oldies, auch eine sehr schöne Veranstaltung. Ihr habt uns ein wunderschönes Fahrzeug mitgebracht. Was kannst du erzählen dazu? Ja, das ist ein Fahrzeug aus dem ersten Baujahr, also 1964 gebaut. Erkennbar an den Treibbleitrappeln, das haben sie nur 64 und 65, danach 18 Rundinstrumente. Und der ist komplett restauriert worden von 2007 bis 2014 und mit tatkräftiger Mitwirkung meiner Frau. Und auch die wunderschön in den entsprechenden Klamotten der damaligen Garde, sehr schön gemacht. Dankeschön an euch beide für das Fahrzeug. So, wir gehen wieder nach Schweden, wieder zur Volvo. Hallo, was hast du uns hier Schönes mitgebracht? Das ist ein Fahrzeug 1971, von immer in Familienbesitz. Und zwar, mein Vater hatte das mit 58.000 Kilometern in die Ecke gestellt und nicht schläglich behandelt. Aber ich musste komplett neu lackieren. Und auch innen ist alles wieder original und tiptop gemacht worden. Das sieht man, das war viel Arbeit, aber es hat sich rentiert, wenn ich so in den Innenraum reinschaue und wirklich sehr schön gemacht. Dankeschön euch beide für das schöne Fahrzeug. So, wir kommen zu was richtig Schönem, ein Karmann Kia Cabriolet. Erzähl uns was zu diesem wunderschönen Fahrzeug. Also, das ist ein Baujahr 61, 34 PS, noch 6 Volt Anlage. Er ist restauriert worden von 2000 bis 2004. Also, einmal komplett von oben nach unten Durchgang, frisch gemacht, restauriert. Ich muss sagen, die Arbeit hat sich gelohnt auf alle Fälle. Könnt ihr stolz drauf sein und einfach ein Dankeschön an euch für dieses schöne Fahrzeug. Wir bedanken uns unseren Anfahrer, den Klaus Genscher, alias Knob. Der macht euch was zu besuchen. Bitte mal raus, bitte. Ja, und das war unser Freund Andreas Hoch, einer derjenigen, ohne den bei der Ladung Classics so gut wie gar nichts geht. Der Andreas, das ist Hans Dampf in allen Gassen. Ihr werdet ihn heute noch mehr erleben und mit seinem Lautsprecherwagen bei entsprechenden Aktionen. Also auch dem Andreas und dem Gesamtteam rundherum. Vielen Dank, Andreas. Wir sehen uns später. So, Wolfsburg, Volkswagen, Käfer, ein 1200er mit 30 PS. Grüßt euch. Wo kommt ihr her? Von der Seilfeld, Thüringen. Die drei Fahrzeuge hier hintereinander. Ein Käfer 59er Baujahr und 99% in Originalzustand. Sehr schönes Fahrzeug, ich schaue gerade rein, also es ist wirklich, wenn es so durch. Der 93 steht dran, den erwähne ich mal, also zur damaligen Zeit, 1959, war das 5695 D-Mark. Was natürlich damals auch ein richtig Geld war, und, aber ihr habt den schön erhalten. Ganz klasse Fahrzeug. Dankeschön, dass ihr hier seid damit. So, Wachtgold kommen wir auch aus Saalfeld. Sie kommen zu dritt. Guten Morgen. Der ist im Originalzustand, sage ich mal so. Ne? Nicht transformiert, noch frisch aus der DDR. Also wir gefahren heute ist, habt ihr beide gefahren, das ist ein Getränk. Das macht ihr auch so liebend, ja? Denn was nützt aller Hochglanz, das hat Charme, das hat Charisma. Ja? Und ich muss sagen, es macht auch Spaß, solche Fahrzeuge anzuschauen, die einfach genutzt werden, so wie sie genutzt werden sollen. Dankeschön an euch für das schöne Auto. Der neue ist im Aufbau, also es kommt ein zweiter neue für dich. Prima. Okay, zwei, sehen wir uns wieder. So, wir marschieren wieder Richtung Stuttgart. Guten Morgen, was hast du uns hier mitgebracht? Ein Mercedes 1230 und 6 Zylinder mit 105 PS. 105 PS, und auch das
Fahrzeug wunderschönen Zustand. Hast du viel dran gemacht oder so genommen? Im letzten Jahr die ganzen Schwelle, Unterboden neu gemacht. Also hat schon ein bisschen was investiert. Ein bisschen was investiert, aber hat sich auch rentiert. Danke dir. So, und ich will mal ganz kurz die Stimme, bevor ich zu dir komme, weil ohne Wasser geht hier gar nichts. So. Hallo und guten Morgen. Was hast du Schönes für uns? Ja, moin aus Coburg, das Volvo Amazon R68. Eine Muttermaschine aus Niederlande geholt, fährt auch mit dem bewegenden Autogas. Fährt ist ein Fahroldtimer, kann ich das nicht sehen. Also er marschiert, wie gesagt, auch mit Autogas, aber nicht zu sehen, also man wird sich nicht anmerken, wenn er dann gut versteckt. Macht auch Sinn, dass solche Fahrzeuge denn bei den Schwimmpreisen momentan, da ist das sehr gerne Geld wollen. Dankeschön, Herr Dick, und viel Spaß bei den Fahrern Klasse. Platz haben wir. So, wir rutschen wieder ein bisschen nach vorne auf. Lemberg! Guten Lemberg, guten Morgen. Was gibt's für euch hier Schönes? Ein Mercedes W113. Genau. Ja, habe ich schon einige Jahre und naja, wurde ein bisschen restauriert und was man so als Fan halt macht. Okay, auch sehr schön. Als Cabriolet oder so zu fahren, das macht bestimmt sehr viel Spaß. Schön im Zustand. Dann wünsche ich euch meine viel Spaß damit und fahren mehr bei den Planungen fest. Dankeschön. So, wir bleiben in der Heimat, in der Rhön, im Kreis Rhön-Grafen. Ein Buick hast du nicht mehr. Erzähl jetzt was dazu. Ja, ist Pablo. 8 Zylinder, aber sonst wäre gut. Sonst wäre der gut, das heißt, also wenn man da mal Gas gibt, da bewegt sich da vorne schon auch was. Ja? Und es wird aber vorsichtig langsam gefahren, weil ich habe es gerade erwähnt, in unserem momentanen Wirtschaftswunderzeit, da kann man groß sein, wenn man nicht so viel verbraucht. Zweiter Kampfflug im Jahr, aber die lohnt sich und das macht auch Spaß. Danke an euch beiden. So, wir kommen nochmal nach Saalfeld, Thüringen, Anfang, Thunderbird. Schönen guten Morgen, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Sieben hier vor Sandendorf 56 Jahre, Lieblingsauto meiner Frau. Ich muss das fahren, ich bin eigentlich schon erfahren. Und wir freuen uns natürlich dann wieder mal hier zu sein, weil ihr das ja ganz toll macht. Super. Vielen Dank an euch für das nette Kompliment. Aber das Kompliment gebe ich zurück auf deine Frau. Wunderschön. Wunderschön gekleidet im Stil der Zeit. Dankeschön für das schöne Fahrzeug und dass ihr wieder da seid. So, zur Firma Henry Ford. Kommst du auch aus Saalfeld und was hast du uns mitgebracht? Wir haben einen Ferien, Baujahr 59, wir kommen auch aus Saalfeld, wir gehören zusammen in einem Verein. Ja, das ist zum ersten Mal hier. Das ist schön, das Lob haben wir uns. Dankeschön dafür. Dann wünsche ich euch auch viel Spaß und genießt das Abend und Lernen. So, der ist zu, der ist auch zu. Aber nicht der, sondern ein anderer mit der Grün. Hallo, was habt ihr jetzt schönes mitgebracht? MSC Franz 2, Baujahr 1951. Seit wann habt ihr den neuen Besitz? 12 Jahre. Seit 12 Jahren. Und auch hier wirklich stilgerecht alles mit dabei. Ich sehe Sachen, ich sehe Plattenspiele, ich sehe die Klo-Rolle, alles was dazu wird. Also sehr schön gemacht, sehr gerichtet. Dankeschön an euch beide für das schöne Fahrzeug. So, guten Morgen. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Tübingen.
Ich grüße Ihnen, habt uns einen Volk Dampfer mitgebracht, Baujahr 65, kann ich ja ablesen. Was kannst du uns zu so einem Fahrzeug erzählen? Außergewöhnlich, Besonderes. Wir haben das Auto in 2017 von Amerika direkt nach Deutschland geholt. Das heißt, die ersten Leute mit Vorabnahme waren 2017. Da ist das Auto komplett von unten aufgebaut worden, alles neu gemacht. Und jetzt haben wir sehr viel Spaß damit. Das wollte ich gerade sagen, wäre mein Satz gewesen. Jetzt habt ihr viel Spaß damit. Das wünsche ich euch auch und viel Spaß bei euren Fahrten. Danke euch. So, wir gehen wieder in Richtung Fort. Und da haben wir eine sogenannte Weltkugel, den Weltkugel-Taurus. Was gibt es zu diesem Fahrzeug besonders? Das Fahrzeug ist seit 47 Jahren in meinem Besitz. Ich habe ihn 1956 für 150 D-Mark vor der Strafrecht. Das war eine gute Idee, muss ich sagen. Und das Fahrzeug, wenn ich dann anschaue, wenn die Tipptopp da und die sind sehr, sehr geworden, die Weltkugel-Taurus. Anzugehen unterwegs und vor allem nicht in diesem wunderschönen Zustand. Aber die sind nichts wert, weil vorne kein Stern drauf ist. Das sagst du, ich sag das Gegenteil, weil auch das wirklich sehr schön lächelt, sehr schön war. Danke dir für dieses wunderschöne Fahrzeug. So, wir kommen zu den DKW. Was haben wir hier für einen? DKW RE250H. H heißt, was kann man sich darunter vorstellen? Mit Hinterradfederung. Ah, mit Hinterradfederung, okay. Du bist ja auf eigener Anzahl gereist, ja, wahrscheinlich. Ja. Naja. Dann danke schön für eine schöne Fahrt. Und wir kommen nochmal zu einem Ford Taurus. Diesmal ohne Weltkugel. Hallo, wo kommst du her? Aus Gießen angereist. Was gibt es Besonderes zu deinem Fahrzeug zu erzählen? Nichts ist 100% in Ordnung, Vorsprung. Und seit wann hast du ihn? Jetzt ist 12 Jahre. 12 Jahre. Also gesagt, du holst, so hol ich dir und abwachsen. So schaut's aus. Dann auf einmal mit Fahrt. So, das glaube ich, so kann man alt werden. Da bin ich wieder alle einmal. Dankeschön. So, wir machen einen Sprung über den Ärmelkanal rüber auf die Insel zur Firma MG. Und auf der Insel ist das alles rechts gesteuert, das wird viel zu fahren auf der anderen Seite. Hallo, was hat der Schönes mitgebracht? Ja, es ist ein MG-PA, das ist ja 1934. Ist der letzte MG mit Königswellenmotor. Und vor 23 Jahren habe ich den erworben und habe ihn restauriert in fast 3000 Stunden Arbeit. Wie sich, wie ich sagen muss, auch hier im Theater, und wenn ihr das Fahrzeug seht, geht es bei unserer Ausstellung. Schaut euch das mal an, das ist der Augenweide, das ihr anzusehen. Vielen Dank an euch, dass ihr das Fahrzeug für uns präsentiert. Dankeschön. So, ich wechsle wieder die Fahrbahnseite, wir kommen wieder nach Deutschland. Wir kommen, der ist noch in Ingolfing gebaut worden, richtig? Das ist richtig. Was hast du schon mitgebracht? Ein BMW 2800. Genau, 2800er CS mit einer Automatik von ZF und mit wenig Kilometern, 38.000. Das ist richtig. Das Auto war in der Schweiz zuerst gelassen, gehört einem Hotelier und der liebt es zu spielen. Und die Basler Spielbank hat dann das Auto einkassiert, hat ein gutes Verhältnis der Spieler und die Bank. Und das Auto war jahrelang ein Kaufgewinn bei dieser Spielbank. Ist aber nicht eingelöst worden. Und irgendwann, über Umwege, hatte ich dann das Glück, auch über einen anderen Hotelier aus Köln das Auto dann zu erwerben. Das habe ich jetzt seit gut 10 Jahren. Also eine ganz außergewöhnliche Geschichte und es stimmt wirklich, also ich schaue drauf, 38.000 Meilen in der 22 Kilometer. Dankeschön, dass du das schöne Fahrzeug präsentierst. So, wir bleiben in Unterfahren, wir gehen nach Schweinfurt mit einem Citroën CVL, Baujahr 1950. Was kannst du uns dazu noch sagen? Da habe ich 48 Jahre, habe
für 2000 Mark 77 gekauft und habe dann immer irgendwas gekauft dran. Ne? Und jetzt ist er fertig. Jetzt ist er fertig, hat sich auch bewegt, also auch so lange Zeit, eine lange Liste auf so zwar, aber jetzt wird es gewesen. Dankeschön, Herr Raum, und ich fahre mit Gabi. So. Da fliegen auch mindestens 8 Zylinder vorne drin rum, habe ich recht? Nein, das ist ein 8 Zylinder Baujahr 1957 mit Originalausstattung, also alles original an dem Auto. Wunderbar. Warst du im Heer oder bist du zu dem Fahrzeug gekommen? Wir haben 9 Jahre lang nach dem Original gesucht, unverbaut. Der ist bis 2014 in Amerika gelaufen und dann ist er nach Berlin gekommen und von Berlin habe ich ihn angeholt. Wunderschön. Dann auch an euch vielen Dank, dass ihr das Fahrzeug jetzt mit dem Bild und sich da. So. Die Fort, den Lizzie, mit meinem Freund Alfred, grüß dich. Alle Jahre wieder, schön, dass du da bist. Letztes Jahr habe ich gerne gewusst, dass so ein schönes Fahrzeug ist. Alfred, warst du in Heer gekommen? Bitte, bitte? Warst du in Heer gekommen, Fahrzeug? Da ist ein Museum in Dänemark, ein Privatmuseum ausgelöst worden und da habe ich das rausgekauft. Das Auto ist 1959 in Schweden gefahren und danach war es im Rundstand und ich habe es dann jetzt einfach gekauft. Und unbedingt, weil mein Wolfgang Schneider erendet. Hat das überhaupt erendet? Ich hätte gewonnen. Vielen Dank, dass du mit dem Fahrzeug hier da bist. So. Wolfgang, grüß dich. Guten Morgen. Ein Zutreffer. Was für ein Zwischengrabter, Wolfgang kommt an, das war der aus Ostern vor der Rücke. Ein Zutreffer, Traction Racing, Baujahr 1952. Was du denn? Ich habe den Zutreffer in Urlaub gefunden. In dem Zustand. Also einmal gesagt, schockfällig, den will ich haben, den nehme ich mit, egal was kommt. Richtige Entscheidung gewesen. Wolfgang, vielen Dank, dass du da bist. Viel Spaß. So, wir gehen ein bisschen über den Türen gerade hinaus in den Innenkreis. Guten Morgen, mein Obergang, okay, ich habe ja 1970 an den Stich gebracht. Hallo, was können wir mit dem Tür erzählen? 1,1 Euro mit 60 Cent. 10 Euro?
Servus. Historische, die hier restauriert wurde, man kann es sehen, wie es original gemacht wurde. Aber ich glaube, dass damals, das ist wahrscheinlich auch, ich glaube nicht, dass sie da so eine perfekte Endkontrolle haben, und wenn der eine halt dann eine schlechte Laune hatte, dann kriegst du das halt nicht immer halt. Erstmal hätten wir die Schweißnaht dann durch. Weil ich glaube, als die das ausgeliefert haben, das war nicht so, dass die Leute halt hier. Der Goldrand fehlt, ich gebe das Fahrzeug zurück. Ich habe Bilder davon. Ja, aber geht einfach.
damit auch Kraft kommt. Ist da jemand da? Ja. Also, ich sag gerade, ich soll da von der Herstelle, aber wenn ich da komme, dann ist da wohl. Da bin ich 300er, dann muss ich. Aber nicht anlangen, ja?
Thank you.
Beides kommt und kommt der Vorwort hier. Kurz so. Lars GT. Aus dem Aschaffenburger Raum grüße ich. Der Glaser Radi hat mir ja auch dazu gesagt, das war sogar in der passenden Farbe. Wie seid ihr zu euren Sitzen untergekommen? Zufall an der Baustelle war der gestanden in der Garage. Da habe ich ihn gesehen und habe gesagt, dass ich ihn kaufen könnte. Und das hat geklappt. Wie lange ist das her? 12 Jahre. 12 Jahre. Also wirklich ein Zufallsfund sozusagen. Job verliebt, mitgenommen und seid sehr glücklich damit. Das ist die Hauptsache. Vielen Dank an euch. Vielen Dank für eine schöne Fahrzeit und viel Spaß. So, schon wieder 57er, macht nichts, aber wunderschön in meiner außergewöhnlichen Farbe. Geiles Auto aus Offenbach kommt hier, richtig? Ein Ding. Ich sage jetzt zu dem Fenner. Ich habe den schon seit 1987. 36 Jahre. Und mein Gesicht hat die Platz schön weiter. Und seitdem. War der Plan, passendes Geld, Caravan, das war ja auch noch als Caravan. So gestern hat er ein bisschen gestreikt, da musste man umtauschen in den Blau, wo ich letztes Jahr auch mit da war. Deswegen ist jetzt Blau und Gelb und nicht Gelb und Gelb. Das macht nichts, beide Fahrzeuge, trotzdem wunderschön. Und das alles Fahrzeug mal nicht so will, wie man will, das kennen wir. Das sagt er gern, 6 Stunden Schrauben, 1 Stunde fahren. Das ist leider so. Aber auch an euch vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Fahrzeug, diese Kombi, dass ihr da seid. Dankeschön. So. Muss mal kurz hier Platz machen, weil er hoch soll mit dem Fahrzeug zu den Seilpisten. So. Willkommen.
Piano fährt, dann? Ja, auch noch einmal.